liebe Besucherinnen und Besucher, wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Unser erster Dank geht an die Kirchengemeinde, die uns abermals hier sehr, sehr freundlich aufgenommen hat. Unser Konzert heißt Rückblicke bei dieser Chor, den Sie schon sehen und bald auch hören werden, jetzt 30 Jahre existiert. Wenn man mich vor 28 Jahren gefragt hätte, ob ich bereit wäre, beim Konzertbeginn und vor allem bei der Dauer des Programms Rücksicht auf etwaige Länderspiele zu nehmen, ich hätte das weit von mir gewiesen. Nun ist es passiert. Wenn man den Chor vor 28 Jahren gefragt hätte, ob er bereit wäre, in einem sakralen Raum dadaistische Stücke vorzutragen, hätte es der Chor wahrscheinlich weit von sich gewiesen. So viel zu den wundersamen Veränderungen im Laufe der Zeit. Zwei organisatorische Bemerkungen noch. Der Eintritt ist frei. Sie hören schon das große Aber. Am Ende des Konzerts werden Mitglieder des Chores sammeln und die Einnahmen gehen zur einen Hälfte an die Arbeit der Gemeinde hier vor Ort und zur anderen Hälfte an die Stiftung Benevolentia, die insbesondere die Arbeit mit alten Menschen in Bosnien-Herzegowina unterstützt. Die Vorsitzende dieses Vereins ist Mitglied bei uns im Chor, von daher kann man sicher sein, dass das Geld nicht in ominösen Kanälen versickern wird. Und Sie sind am Ende des Konzerts, sofern Sie nicht sofort irgendwelche televisionär ausgestatteten Orte aufsuchen müssen, herzlich eingeladen für ein Stück Käse, ein Stück Brot oder einen Schluck Wein. Zum inhaltlichen Aufbau. Wir haben das Konzertprogramm zusammengestellt aufgrund von Wünschen der Chormitglieder. Als ich dann die Wünsche der Chormitglieder bekam, hatte ich das fast unwiderlegbare Gefühl, das wird so für das Publikum so eine Familienfeier, bei der lauter Insider-Witze erzählt werden und man kann nicht so recht darüber lachen. Es war also die Schwierigkeit, die Wünsche des Chores, also Stücke, die einzelnen Chormitgliedern, vielen Chormitgliedern etwas bedeuten, so zu arrangieren, dass vielleicht auch für das Publikum die ein oder andere interessante Entdeckung möglich wird. Der erste Block, den Sie gleich hören werden, beschäftigt sich, auch wenn man das zunächst nicht annehmen mag, mit Krieg und Frieden. Wir beginnen mit einem äußerst kriegerischen Stück aus Südafrika. Dann kommt ein tschechisches Volkslied, aber bei den Volksliedern insbesondere aus dem durch viele kriegerische Heimsuchungen zerrütteten Osteuropa. Da sind die Jäger nicht Jäger, aber die eigentlichen Bedrohungen werden eben nicht beim Namen genannt. Und das dritte Stück basiert auf dem Text einer Dichterin aus Galizien, die durchaus auch noch wusste, wovon das zweite Stück handelte. Kursiv gedruckt im Programm, beziehungsweise mit einem gewissen Abstand im Programm, finden Sie immer Stücke, die unser Programm gliedern. Und so beginnen wir mit einer Alphabetisierungsübung. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und uns gutes Leben. Yeah.
Ah!
Unterschiedlichen Herangehensweisen. Stück Nummer 1 und Stück Nummer 3 verfolgen eher den Ansatz, Liebe ist einfach zu wichtig, um sie ernst nehmen zu können. Stück Nummer 2 und Stück Nummer 4 vertreten den entgegengesetzten Ansatz. Bevor wir uns jetzt aber der Liebe hingeben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen Sie ein wenig mitarbeiten. Es könnte Ihnen vielleicht auch helfen für anschließende Fangesänge oder so. Denn das Stück, das wir jetzt als Einleitung für den zweiten Block singen werden, besteht aus einer Tonleiter und manch einer von Ihnen oder auch manch einer von euch ist vielleicht in der Schule damit einmal konfrontiert worden. Und jetzt lassen wir also einmal unser Publikum singen. Für die Textschwachen unter Ihnen, der Text ist abgedruckt. Er besteht aus den Silben Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Textfehler werden nicht so schlimm geahndet. Sie sind ja nicht Mitglied des Chores. Und der nächste Ton ist immer ein bisschen höher als der vorherige. Dann werden wir das schon. Die Bewegungen, die ich mache, sollen nicht nur hier für frische Luft sorgen, sondern sie bedeuten Ihnen jeweils, wann der nächste Ton kommen soll. Also wir fangen mal mit Do an. Freut uns über den Erfolg und setzen das Re an. Sie merken den gestiegenen Schwierigkeitsgrad. Jetzt kommt das Mi. Thank you.
Oh.
nächste Block kreist wieder um Krieg und Frieden. Das erste Stück ist ein sehr beliebter, sehr bekannter, populärer Song aus Israel. Der Text beschäftigt sich aus unserer heutigen Sicht vielleicht unfassbar unkritisch mit den glorreichen Leistungen der israelischen Luftwaffe. Muss man aber auch im historischen Kontext sehen. Danach von Heinrich Schütz, verleiht uns Frieden. Auch hier findet sich am Ende dieser Motette eine sogenannte Battaglia, also eine kleine Schlachtmusik, die aber die theologische Aussage transportieren soll, dass der Krieg nie zu gewinnen ist, sondern dass der Sieg der Frieden nur sein kann. Und das letzte Stück in dem Zusammenhang ist dann die, vielleicht durch die letzte, nein, oder was die vorletzte, WM in Südafrika. Also auf jeden Fall irgendeine dieser vergangenen Weltmeisterschaften, teilweise bekannt geworden, weil sie sowohl bei den Eröffnungsfeierlichkeiten als auch bei den Spielen der südafrikanischen Mannschaft gesungen wurden.
Thank you.
Der nächste Block handelt wieder vom unerschöpflichen Thema Liebe. Es sind unterschiedliche Kulturen, es sind unterschiedliche Sprachen, es sind unterschiedliche Epochen vertreten. Und trotzdem, wenn Sie mögen, können Sie die einzelnen Stücke als eine einzige Love Story lesen. Vom hoffnungsvollen ersten Pseudo-Rendezvous bei einer Tanzveranstaltung über die feurige Liebeserklärung, die finsterste Trauer bis schließlich zur weisen Verarbeitung des erlittenen Verlusts. Und vorher werden wir jetzt Kurt Schwitters auf die Spitze treiben, denn wenn man das Alphabet von hinten spricht, dann ist es ja wieder ein Alphabet von vorne. Und wir sind sehr stolz, Ihnen die schnellste Version des Alphabets von hinten präsentieren zu können. BZDF, Gehickelmann, ob querst du VWXYZ?
vor dem letzten Block ein Geständnis. Das Zwischenstück, das jetzt folgt, von Fanny Hensel, das passt noch, weil Abend in der romantischen Vorstellung auch immer eine Metapher für friedlichen Tod sein kann. Und wenn Sie nach dem roten Faden für die letzten Stücke suchen, suchen Sie bitte nicht weiter, es gibt ihn. Es sind nun diese Stücke, die vom Wunsch oder von den Wünschen des Chores übrig geblieben sind. Und nur, nicht nur weil wir in einer Kirche sind, sondern weil es uns ein Bedürfnis auch ist. 30 Jahre singen viele Mitglieder des Chores jetzt zusammen. Einige sind im Laufe der 30 Jahre auch gestorben. Und an diese erinnern wir mit dem letzten. Aus dem Herzen kommt, aus dem Herzen kommt,
Oh.
Konflikten, die wir seit fast 30 Jahren austragen, manchmal ist es ja so wie in einer alten Ehe, gehört, dass der Chor Zugaben liebt und der Chorleiter Zugaben verabscheut. Und wir werden jetzt heute aus besonderem Anlass eine Zugabe singen. Wir haben ein Geburtstagskind im Chor, das auf alle Feierlichkeiten zu Hause verpflichtet hat. Vergessen, den Chor zu informieren, was wir als Zugabe singen. Also lasst uns gemeinsam überraschen. Gar nicht geben. Genau. Das ist Martina. Oh, danke.